So, wunderschönen guten Morgen. Ein langes Wochenende liegt hinter uns, eine lange Woche vor uns. In dem Sinne sage ich wunderschönen guten Morgen, Ungarn. Wunderschönen guten Morgen an alle, die uns zuschauen heute Morgen. Ich öffne euch gerade mal hier, damit ich euch auch sehe. So, das machen wir ja immer in Richtung Facebook, damit ihr auch ein paar Kommentare hier loslassen könnt. Morgen sagen könnt. Ja, da sind wir alle. Ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Wochenende. 9.30 Uhr, der 27. Juli. Und wir beginnen die Woche wunderschön mit einer gemeinsamen Kaffeetasse in die Woche. Das ist doch hervorragend. Ja, wir haben einiges zu erzählen. Ihr wisst, das Wetter hat ein bisschen Kapriolen gespielt hier am Wochenende. In einigen Regionen Ungarns hieß es Land unter. Dramatische Bilder haben uns am Wochenende erreicht. Habt ihr teilweise auch auf unserer Newsseite gesehen. Darüber sprechen wir natürlich heute auch. Aber wir beginnen den Tag natürlich mit einem kleinen Überblick. Wie sieht es denn eigentlich Corona-mäßig in Ungarn derzeit aus? Natürlich das Thema, was auch alle Touristen im Moment interessiert. Gibt es da Neuigkeiten? Wie sieht es in Ungarn aus? Ist mein Ungarn-Urlaub sicher oder nicht? Ja, das sind Fragen, die wir allen Gruppen, egal wo, immer wieder lesen, Fragen und Unsicherheit. Und deshalb geben wir euch einen kleinen Überblick. Wie sieht es denn gerade heute aus mit den aktuellen Corona-Zahlen in Ungarn? Ich kann euch sagen, sieht gut aus, denn 4.448 Infizierte insgesamt in Ungarn. Das bedeutet plus 13. Ja, das sind leichte Anstiege zu den letzten Wochen, die wir hatten, da ziemlich konstant. Aber Todesopfer zum Beispiel immer noch 596, keine weiteren Todesopfer aufgrund der Coronavirus-Pandemie hier oder Virus im Land selber. Wir sprechen von 3.329 Verhalten. Wir sprechen von 523 aktiv Infizierten und 8.490 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das ist etwas mehr. Ja, warum? Weil wir diese Ampellösung in Ungarn haben. Das heißt, Personen aus einem gelb markierten Land müssen dann hier 14 Tage in Quarantäne. Deshalb gibt es hier Zahlen wieder, die etwas dann wieder nach oben gehen bei der Quarantäne. Ganz normal. Ja, und insgesamt haben wir 328.583 Tests durchgeführt hier in Ungarn. Das die aktuellen Zahlen. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck. Bei so vielen Zahlen. Ja. So, ich habe noch eine Zahl für euch. 347 Forint, der Euro, der Kurs, der Mittelkurs steht bei 347 Forint für den Euro heute am 27.07. Es ist ein Mittelkurs, daran kann man sich orientieren, wenn man Geld wechselt, jetzt an irgendeiner Wechselstube oder an der Bank. So, ja, der Blick auf die Zahlen. Ich habe anfangs es schon gesagt, in vielen Gruppen auf Facebook, auf anderen sozialen Medien wird natürlich diskutiert und mich erschreckt eigentlich immer, wenn dann solche Fragen kommen, wie gerade heute Morgen, die ich gelesen habe, kann ich meinen Urlaub in Ungarn durchführen? Gerade eben wird bekannt gegeben, dass die Grenzen schließen. Wer bitteschön verursacht solche Wellen und verursacht solche Nachrichten, dass die Grenzen jetzt wieder schließen würden? Also das sind natürlich solche Meldungen und solche Fake News, die durch diese ganzen Gruppen, und dann hat der Friseur von dem hat gesagt, weil die, also es ist wirklich, haltet euch an die Fakten da, ja, und das macht Unsicherheit bei vielen Leuten, die da auf dem Weg sind nach Ungarn, und nein, keine Grenze ist gesperrt, wir haben ein Ampelsystem hier in Ungarn, was anzeigt, welches Land sich wie zu verhalten hat bei der Einreise hier in Ungarn, und Deutschland, Österreich, Schweiz steht ganz klar auf der grünen Liste im Moment. Ja, auch wenn wir natürlich hier und da mit Sorgen auf andere Länder mal schauen, wo es dann einen Corona-Ausbruch gibt, wie zum Beispiel am Wolfgangsee im Moment in Österreich. Ja, auch das wird hier natürlich bewertet und ganz klar in dieser Ampellösung dann registriert und entsprechend umgesetzt. Ja, und auch diese Ampelregelung erfahrt ihr hier bei uns. Was ändert sich da? Worauf muss ich achten? Etc. pp. Jo, das an dieser Stelle. Kommen wir aber dann zu der Wettersituation, die wir ja am Wochenende hier hatten. Ihr habt es gesehen, in einigen Regionen hier in Ungarn hat es ordentlich Wasser gegeben. Und zwar, schauen wir mal eben das Bild hier an. Genau, besonders heftig war es in der Region Salla. Ihr seht das hier
in zum Beispiel dem Ort Galambok. Da ist ein Damm gebrochen gestern noch von dieser ganzen Unwettersituation. Es hat also Regen, Regen, Regen gegeben. In kurzer Zeit fielen hier bis zu 178 mm Niederschlag. Das ist sonst die Menge, die in zwei bis drei Monaten hier runtergehen kann. Also Nadjatat, ebenfalls ein Ort, der extrem von diesen Unwettern betroffen war. Zeigen euch mal gerade kurz ein Bild von dem Damm, der gestern gebrochen ist hier bei Galambok. Das ist ein Dammbruch hier, hat sich das Wasser dann in mehrere Ortschaften im Prinzip breit gemacht. Dramatisch auch die Situation, dass es ein Wasserwerk getroffen hat und in Nadjatat. Da hat es am Morgen jetzt dazu geführt, dass das Wasser ja im Prinzip derzeit abgeschaltet ist und die Menschen hier mit sogenannten Tankwasserwagen versorgt werden im Moment. Die können sich hier das Wasser holen. Die Ortschaft ist derzeit vom Wassernetz abgeschlossen. Das Wasserwerk, da arbeitet man gerade dran. Und auch in anderen Orten wie Otvösch in Konni, in Labot ist es nur begrenzt nutzbar, das Wasser. Das heißt, hier muss man das Wasser auf jeden Fall vorher abkochen, bevor man es genießt oder bevor man es nutzt, trinkt. Ja, das, wie gesagt, die aktuelle Situation noch. Ihr seht, da ist im Moment immer noch was im Gange. Und damit man sich mal die Schäden hier vor Augen halten kann, kann man das mal hier beobachten. Ja, die Straßensituation, teilweise sind Straßen unterspült worden, eingestürzt worden, wie hier in der Region. Teilweise sind die Straßen auch noch gesperrt. Ihr seht das hier, welche Kraft das Wasser hier hatte. Hier sehen wir es im Prinzip dann von Samstag, das Bild, ja, wie hier also wirklich dann auch komplette Straßen unterspült wurden, weggespült wurden und Ortschaften, die hier in dieser Region, Salla-Region teilweise, die etwas niedriger lagen, dann aussahen wie auf diesem Bild hier. Ja, dramatische, wie gesagt, Situation. Teilweise am Abend auch schon sind über 300 Menschen aus ihren Häusern evakuiert worden, weil das Wasser halt immer höher kam. Und das waren so die Bilder des Wochenendes. Auch ganz dramatisch ein Fahrzeug hier in Nadjatat, das hier von einer Brücke, eine Brücke unterspült wurde auch oder abgespült wurde, eingestürzt ist. Ein Fahrzeug hier in den Fluten mitgerissen wurde. Ja, der Fahrer wurde hier rausgeholt von der Feuerwehr. Und nochmal eine Momentaufnahme von einer Drohne, die wir hier sehen. Also in vielen Gebieten der Salla-Region sah es dann am Wochenende so aus. Land unter, die Feuerwehr hatte hunderte von Einsätzen, die sie durchgeführt hat. Und ja, das waren die Wetterkapriolen am Wochenende, die ja Ungarn und nicht nur Ungarn, sondern auch medial in Europa durch die Medienkanäle gezogen sind, diese Bilder. Und die Feuerwehr, wie gesagt, immer noch im Einsatz, um die Spuren zu beseitigen von diesem Unwetter. Und wenn wir jetzt einen Blick auf das Wetter werfen, der nationale Wetterdienst hat eine Entwarnung gegeben, was das angeht. Die Gewitter ziehen nach Osten ab und es kündigt sich hochsommerliches Wetter an. Wenn wir jetzt von einer weiteren Wetterwarnung sprechen, ist das nicht in Bezug auf die Unwettersituation, sondern eher dann, auf die Temperaturen, die da erwartet werden in dieser Woche in Ungarn, nämlich hier bis 35 Grad sommerliche Wärme ist wird erreicht in dieser Woche, was natürlich dann wieder in die entgegengesetzte Richtung geht. Gerade Personen, die ein bisschen mit Kreislauf zu tun haben, ein bisschen aufpassen müssen jetzt vor der Sonne, sollten sich da in Acht nehmen in dieser Woche. Wie gesagt, bis zu 35 Grad sommerliche Hitze. Also das Entgegengesetzte kommt jetzt auf uns zu dann. Gut, dann der ein oder andere kann natürlich die Badehose mehr einpacken. Das kühle Nass des Balatons ist dann natürlich eine schöne Abwechslung. Ja, in Budapest hat es dann auch am Wochenende das erste große Lauffestival wieder gegeben. K&H Lauffestival. Wo sonst ca. 15.000 bis 20.000 Menschen gelaufen sind, sind am Wochenende dann rund 2.500 Leute gelaufen, Sportler gelaufen. Anders wie sonst musste man hier aufgrund dieser ganzen Corona-Lage in kleinen Gruppen laufen. Immer so 20 Läufer sind dann vom Heldenplatz gestartet. Trotzdem hat das Event stattgefunden. Für die Sportler war es eine tolle Sache. Endlich mal wieder aktiv untereinander, miteinander Sport treiben. Und ich glaube, es sind gute Signale, die man da setzt, dass auch ein solches Sportevent, und das ist gut umgesetzt worden, wie die Bilder auch zeigen, die ich gesehen habe, dass man hier wirklich darauf geachtet hat, alle Maßnahmen trotzdem einzuhalten und trotzdem eine Menge Spaß zu haben. Ja,
Spaß hatten nicht alle an einem Event in Budapest, nämlich bei einer Demonstration oder sagen wir besser eine Solidaritätskundgebung. Ihr wisst, da gibt es im Moment ein bisschen Ärger um das Nachrichtenportal index.hu und da sind am Freitag wirklich dann einige Menschen auf die Straße gezogen in Budapest und haben nochmal offiziell für die Solidarität bei den Mitarbeitern oder bei dem, für den Chefredakteur dieses Nachrichtenportals ja auch angesagt auf der Straße. Und einige tausend Menschen waren da vor Ort und insgesamt sind jetzt aus diesem Nachrichtenportal nicht nur der Chefredakteur gekündigt worden, sondern daraufhin haben aus Solidarität circa 90 Mitarbeiter jetzt schon ihren Job dort gekündigt, weil sie gesagt haben, wir wollen so nicht weiterarbeiten. Ja, es geht hier, wie gesagt, wieder um das Thema Pressefreiheit. Auch die EU hat sich natürlich schon eingeschaltet da und ist etwas beunruhigt. Man möchte jetzt diese Medienholding etwas genauer unter die Lupe nehmen. Hier sollen über 400 regierungsnahe Medien unter einem Dach befinden. Und da will man jetzt mal ein bisschen näher hingucken. Naja gut, das sind schon Dinge, die haben wir schon öfters gehört, was letztendlich passiert. Seien wir mal da überrascht in dieser Woche. Ja, wie gesagt, auch darüber spricht natürlich die ungarische Medienwelt, die eine mehr, die andere weniger. Ein bisschen die Richtung, dass natürlich auch jetzt die linken Parteien das natürlich wieder nutzen, um ordentlich Stimmung zu machen. Das muss man natürlich auch sehen. Aber das Thema wird uns mit Sicherheit in dieser Woche noch ein bisschen begleiten. Genau. So, ich habe eine interessante Zahl heute Morgen gefunden. Und zwar ein Viertel weniger Eheschließungen in Ungarn im Juni. Auch das Corona-bedingt natürlich, lag die Zahl bei unter 6.000 Eheschließungen. Und auch interessante Zahl, wie ich finde, aber das auch im Rahmen von dieser ganzen Corona-Pandemie, ist, dass im Juni die Sterberate um 7% gefallen ist in Ungarn. Das fand ich auch eine interessante Zahl, die ich heute Morgen gefunden habe. Und ja, regt einen hier und da ein bisschen zum Denken an. Ja? Weil normalerweise müsste die ja höher liegen, weil der Virus, das Virus ja ordentlich grassiert. Und daran sehen wir auch so ein bisschen die Tendenz, dass in Ungarn eigentlich im Moment ziemlich ja, grün ist alles, also ziemlich eigentlich noch im Lot ist und dass die Maßnahmen anscheinend hier gegriffen haben. Ja, ab 2021 soll man hier in Ungarn fast alles mit bargeldlos bezahlen können, mit Karte. Und das ab Januar 2021, dann tritt das Gesetz ja in Kraft von den ganzen Online-Kassen. Circa 60.000 kleinere Läden, Restaurants, Bars, Cafés mussten sich jetzt auch diesem anschließen. Und dann kann man wirklich dann ab Januar 2021 alles mit Karte bezahlen. Die Digitalisierung schreitet voran. Auch das ist ja im Prinzip ein Schritt in die richtige Richtung. Denn man hat ja hier auch gerade in der Pandemie gesehen, dass man kontaktlos zahlen musste teilweise, um halt da auch Infektionsmöglichkeiten, Infektionsketten zu unterbinden. Ja, so sieht's aus. Ja, eine Meldung vom Budapester Airport. Am Budapester Airport, da geht es teilweise, haben wir in sozialen Medien gesehen, haben wir Videos gesehen, Fotos gesehen, dass da also sehr, sehr lange Warteschlangen bei der Einreise derzeit herrschen. Und jetzt hat sich der Budapest Airport auch dazu gemeldet. Ja, das ist so. Man muss sich jetzt darauf einstellen, dass man etwas länger warten muss bei der Einreise. So heißt es vornehm vom Budapester Airport. Fakt ist, dass teilweise stundenlange Wartezeiten wirklich da vor Ort möglich sind, weil man halt derzeit die Dokumentenkontrolle verstärkt hat aufgrund dieser ganzen Ampelregelung. Und da kommt es dann vor diesen Dokumentenkontrollen natürlich zu langen Warteschleifen, weil ja auch hier erstmal selektiert werden muss, aus welchen Ländern kommen die denn? Rot, Gelb, Grün, ja. Und das funktioniert da anscheinend noch nicht ganz so gut. Bei der Abreise wunderbar, da haben die alles wirklich da im Griff, muss man sagen. Ja, auch die Wartezeiten sind da moderat und vor den Fliegern das Einsteigen, die Warteräume etc. alles eigentlich gut. Bei der Anreise ist es dann natürlich dann noch etwas kritisch. Da müsst ihr euch also wirklich dann die Wartezeiten einrechnen, gerade wenn ihr abgeholt werdet vom Airport, Bescheid sagen. Da kann es wirklich im Moment etwas länger dauern, weil die Situation halt dementsprechend ist. So, ich schaue mal gerade nach hier. Wir kriegen noch eine schnelle Meldung. Nein, haben wir alles gut, alles richtig gemacht. So, weiter geht's dann. Ja, auch in Deutschland haben wir natürlich hier jetzt im Moment die Diskussion der Rückkehrer der Personen aus Risikoländern. Auch hier hatten wir einige Fragen.
einige Fragen aus dem Publikum. Ja, wie sieht das denn da aus? Rückkehrer etc. pp. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, denn diese Tests, die da gefordert werden, wie gesagt, aus den Risikoländern gefordert. Und da Ungarn kein Risikoland für die Deutschen ist, werden auch hier keine Tests gefordert, beziehungsweise die Pflicht ist ja noch gar nicht da. Man spricht darüber, dass diese Tests auch Pflicht werden sollen, das heißt angeordnet werden sollen, aber da sind wir ja noch gar nicht. Ja? Die werden im Moment einfach nur vorgeschlagen und empfohlen, aber das ist halt, wie gesagt, derzeit noch gar nicht so für Ungarn interessant, weil Ungarn, wie gesagt, nicht auf irgendeiner Liste der Risikoländer steht in Deutschland. Also braucht er keine Angst zu haben. Ja. Auch die Frage, die aufkommt hier, Hotspot Wolfgangsee, welche Auswirkungen hat das auf Durchreise etc.? Das hat überhaupt keine Auswirkung auf Durchreise. Ihr könnt ganz normal durch Österreich durchfahren, ganz normal nach Österreich einreisen, wenn ihr aus Deutschland kommt, wenn ihr aus der Schweiz kommt, wenn ihr selbst aus Österreich kommt. Das ist im Moment überhaupt keine Frage, überhaupt keine Sache. Ja, die Situation auf oder in den Events, da haben wir am Wochenende auch viele Diskussionen gehabt, Fragezeichen, wie werden eigentlich ungarische Events durchgeführt? Wir haben gerade bei dem Lauf-Event gesehen, da hat man das eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Auf der anderen Seite schimpfen die Leute, Mensch, muss man überhaupt zu Events gehen? Dann sehen wir auf der anderen Seite aber Demonstrationen, wo man eng an eng auch steht und das wird toleriert, da wird gar nicht drüber gesprochen. Dann ist es doch auch dann wirklich schade, dass viele Leute dann doch wirklich dann teilweise schimpfen über die Menschen, die einfach ein bisschen normal leben wollen wieder. Das ist meine Meinung jetzt hier, Klammer auf, Klammer zu. Dass also Bilder um die Welt gehen, ach, da stehen wieder zu viel auf einem Ort, da steht. Man merkt die Tendenz, die Leute wollen einfach auch langsam wieder normal leben und deshalb kommen solche Events natürlich auch zustande. Natürlich muss man die Maskenpflicht und den Abstandsregelungen weiterhin ernst nehmen. Meine Situation oder meine Information und meine Aufnahme hier in Ungarn ist es, dass man in Ungarn das nicht ganz so ernst nimmt und dass teilweise halt Bilder zustande kommen, wie dann auch in Diskotheken oder bei der Nacht der Bäder, wo halt dann doch mehr Menschen auf einem Fleck sind, als dann, ja, wie erwartet oder wie angenommen oder wie die Maßnahmen letztendlich vorschreiben. Aber die Bilder haben wir genauso in Deutschland, ja, ob es am Flughafen Düsseldorf ist, wo dicht und dicht gedrängt die Menschen morgens früh stehen, um in den Flieger zu kommen, da gab es überhaupt keine Abstandsregelung, genauso wie in Berlin. Und natürlich auch Berliner Bilder, die wir sehen von Partys, die trotzdem gefeiert wurden. Also ich glaube, wir können das gar nicht pauschalisieren im Moment. Es wird immer wieder Übertretungen geben von diesen vorgelegten Maßnahmen. Und ich glaube, wir sollten auch diese Bilder, die dann rumgehen, nicht alle überbewerten und alle kritisieren. Es gibt wirklich zwei Lager im Moment, die einen sagen, es macht Sinn, die anderen keinen Sinn. Und ich denke mal, jeder sollte das auch für sich selbst entscheiden, ob er dann an so einem solchen Event teilnimmt oder nicht. Ich war am Wochenende auf jeden Fall auch mal draußen, habe mir das mal live wieder angeguckt, mal wieder unter Menschen gegangen, mal wieder unter Leute und geguckt, wie die Leute feiern. Also die haben alle ganz normal zusammen gefeiert, ganz normal zusammen Spaß gehabt. Und es war eigentlich ein schönes Gefühl, am Wochenende zu sehen, hey, ein bisschen so wie früher. Ja, also man muss das alles, glaube ich, auch ein bisschen aus zweierlei Richtungen sehen. Und ganz wichtig ist für die Wirtschaft natürlich, dass sich das hier und da dann wieder langsam ankurbeln lässt, auch wenn man natürlich immer wieder die Sorge im Hinterkopf hat, was ist denn, wenn es wieder richtig losgeht. Aber ich denke mal, im Moment da die Situation hier in Ungarn zumindest im Moment im Griff. Jo, weiter geht's. Der Udo Brandt, der hat uns auch interessante Bilder geschickt und da ging es jetzt um die Situation, wie sieht es eigentlich in den Urlaubsgebieten im Moment überhaupt aus in Ungarn, und da hat er uns ein interessantes Bild geschickt. Heves ist im Moment da anscheinend noch ziemlich ausgestorben, was die Touristen angeht. Hier ist also noch anscheinend richtig Luft nach oben. Da sehen wir das hier in den Straßen von Heves auch drumherum. Eigentlich gar nicht so viel los und an den Stränden vom Balaton füllt sich ja, wie gesagt, hat man letzte Woche schon berichtet, langsam die Situation, also auch immer mehr Menschen dort vor Ort, um den Platz, in den guten Platz am Strand zu bekommen. Ihr wisst, die Strandbäder teilweise haben die Regeln, dass sie halt nur einen gewissen Anteil von Menschen reinlassen dürfen, also sollte man früh genug dann an so einem solchen bezahlbaren Strand sein, damit man hier noch Platz kriegt. Übrigens in den anderen Stränden ist es dann eher egal, weil da kontrolliert das auch keiner. Also gut. So, da muss ich mal schauen. Hier habe ich noch. Jawohl. Dann gehen wir mal eben ganz kurz zu einem Vierbeiner jetzt, den ich für euch vorbereitet habe. Und zwar ist es heute ein ganz besonderer Süßer hier. Guck mal da. Das ist der Lloyd. Und der Lloyd ist ein junger Hund.
aus 2019, ein Rüde, ein Mischling, und der ist derzeit im Tierheim Nierich-Haser. Man hat den armen Kerl tatsächlich in einer Tasche im Wald gefunden, ausgesetzt. Und jetzt, wie gesagt, im Tierheim sucht er einen neuen Besitzer. Ganz, ganz lieber Kerl, tobt unheimlich gerne mit anderen Hunden, ist aber dann auch ganz intensiv in Kuschelmomenten versunken, wenn es dann um einen neuen Besitzer geht. Also er liebt den Menschen und die anderen Hunde. Ein sehr, sehr feiner Kerl. Bei uns auf der Webseite unter dem Tierschutzrubrik findet ihr auch dann den Lloyd. So, touristisch gehen wir doch jetzt ein Stückchen weiter. Lass uns doch da mal ein bisschen über schöne Dinge sprechen, schöne Dinge, die wir in Ungarn erleben können. Und die Marlene, die war nämlich in Lillafüred unterwegs. Da hat sie uns einige schöne Informationen zugegeben in Lillafüred. Haben wir schon öfters darüber berichtet, das seht ihr da oben, ja, circa 12 Kilometer von Mischkolz entfernt. Und in Lillafüred gibt es tatsächlich auch eine wunderschöne, ein Sessellift, mit dem ihr dann den Berg erklimmen könnt. Das sieht dann so aus. Und wenn man dann da wirklich da oben angekommen ist, hat man eine Aussicht. Naja, das ist dann die Aussicht von eher da unten. Aber hier seht ihr es nochmal, eine Aussicht, die wirklich sensationell schön ist. Mit dieser Sesselbahn könnt ihr, wie gesagt, dann, wenn ihr nicht laufen wollt, den Berg herhochfahren und dann oben weiterhin in Wanderwege euch dann im Prinzip austoben. Dieser Berg im Bückgebirge ist wirklich eine Empfehlung wert. Und wie gesagt, wer nicht ganz so gut zu Fuß ist, sollte diese Sesselbahn auf jeden Fall nehmen. Es ist ein kleines Abenteuer, ist wunderschön, man hat tolle Aussichten. Und es gibt dann zusätzlich noch eine Schmalspurbahn da. 26 Kilometer könnt ihr mit dem Ding fahren. Circa eine Stunde dauert die Fahrt nach durch das Bückgebirge durch, durch wunderschöne Waldlandschaften. Und auch das ist mit Sicherheit ein Abenteuer wert. Wir haben hier ungefähr einen Tag für eingeplant für so eine Tour. Solltet ihr euch einen Tag für Zeit nehmen. Lillafüred, ihr wisst, da gibt es den wunderschönen Wasserfall zudem noch. Da haben wir schon mal drüber berichtet. Aber hier heute speziell der Tipp, einfach mal auf diese wunderschöne Bahn, auf diese Sessel-Lift-Bahn zu gehen und sich dann wirklich den Berg oder das Gebirge dann mal von oben anzuschauen, ist wirklich sehr, sehr schön und empfehlenswert. Ja, vielen Dank an Marlene, Ungarn TV Scout, die uns dann die Bilder zur Verfügung gestellt hat und die selber den Ausflug gemacht hat und hat gesagt, wow, jederzeit wieder so wunderschöne Aussichten wie da, kaum jemals gesehen. Und dann in wunderschönem Grün, also wer Natur und das Wandern liebt, ist da sehr gut aufgehoben. Jo! So, auch Budapest hat wieder einiges zu bieten. Da haben wir jetzt am Wochenende erfahren, dass es hier auch dann langsam so wieder losgeht. Zum Beispiel auch das Budapest-Ei ist wieder in Betrieb. Genau, das Budapest-Ei und auch viele Restaurants, Cafés, die vorher noch geschlossen hatten, sind langsam wieder belebt. Da geht es also auch langsam wirklich wieder los. Und das ist ein schönes Zeichen. Wie gesagt, am Wochenende selber die Informationen von vor Ort. Da ist jetzt wieder Leben in der Stadt und da kann man auch jetzt wieder ein bisschen mehr Action erleben und ein bisschen, ja, das Budapester Ei zum Beispiel wieder geöffnet, wunderschöne Ausblicke auf die Stadt, aber auch die wunderschönen Cafés und Restaurants jetzt wieder genießen. Also auch da wieder ein bisschen den Weg zurück zur Normalität, aber trotzdem immer noch so, dass man sagen muss, es ist einfach entspannter als sonst, nicht ganz so viele Menschen, das ist ja im Moment auch dann für viele sehr wichtig, also können wir auch da das Signal geben, hey, wenn ihr jetzt Budapest euch nochmal richtig anschauen kommst, dann einfach jetzt eine gute Gelegenheit, weil im Moment kann man wirklich dann auch viel anschauen, ohne viele, viele, viele Menschen auf einem Punkt. Ja, das war's, glaube ich, an unserer Stelle hier. Ich muss mal schauen, ob ich noch was vergessen habe hier. Es war heute Morgen so viel und so. Genau, also ich denke mal, wir haben die wichtigsten Sachen heute besprochen, worüber Ungarn heute spricht. Wie gesagt, hauptsächlich war ja das große Unwetter am Wochenende. Die Feuerwehren weiterhin im Einsatz da. Ich habe gerade noch ein Foto bekommen, wie aufgeräumt wird. Also da geht es mit starken Schritten voran. Jo, ich schaue mal ein bisschen, was ihr so schreibt hier noch zum Schluss. Jetzt haben wir schon wieder so lang gemacht heute. Ein paar Urlaubsgrüße aus der Ostsee. Da ist auch ziemlich voll, habe ich gesehen. Ne? Ostsee im Moment richtig voll. Eieiei. Liebe Grüße nach Ungarn aus der Ostsee. Aus dem schönen Erzgebirge kommen auch schöne Grüße von der Sandra Lorenz. Und genau.
Ja, ihr seht ein paar schöne Impressionen aus Budapest, auch auf unserer Facebook-Seite hier, einen Artikel darunter. Seht auch, es hat geregnet, da war es noch ein bisschen Regen. Jetzt hat sich der Regen dann verzogen und das schöne Wetter kommt. Also, wie gesagt, zieht die Badehose an. In den nächsten Tagen wird es richtig, richtig warm in Ungarn. Für alle die, die unterwegs sind jetzt Richtung Ungarn, richtet euch darauf ein, dass es wirklich dann hochsommerliches Wetter gibt in dieser Woche, auch zum Wochenende hin. Natürlich immer mal wieder so ein Gewitter ist natürlich immer mal drin, aber hoffen wir natürlich nicht so schlimm wie am Wochenende in der Region Salla, wo es dann wirklich der Land unter war. So, der Peter Lauer kommt am Samstag, schreibt er gerade hier und wünsche mir natürlich eine gute Fahrt. Ja, achso, genau, hier waren noch ein paar Fragen. Wie sieht es denn an der Grenze aus? Da kann man auch sagen, natürlich war es am Wochenende etwas voller. An dem kleinen Grenzübergang Schopron zum Beispiel hatte man schon, teilweise haben wir gemeldet bekommen, bis zu einer Stunde Wartezeit am großen Grenzübergang. Überhaupt kein Problem. Rein und raus, ja, raus Richtung Österreich, 10, 15 Minuten manchmal, aber immer noch alles im Rahmen. Die Meldungen, die wir von vor Ort bekommen haben, waren also da alle positiv. Nach Ungarn rein, überhaupt keine Kontrolle und grünes Licht. So, und es sind viele unterwegs, sehe ich hier gerade. Viele unterwegs, die am Wochenende jetzt kommen. Sind ja auch einige Bundesländer, die in Deutschland wieder Ferien bekommen. Und da geht es natürlich dann ab Richtung Süden, Richtung Ungarn zum großen Teil. Ja, Spanien, Italien ist ja eher weniger geworden jetzt. Was ist mit den Algen im Balaton, fragt der Volkmar Hans. Die Algen, die bilden sich derzeit. Wir haben ja darüber berichtet in der letzten Woche, da gibt es im Moment Schiffe, die diese Algen vom Boden abtragen und die die Situation etwas mildern sollen. Und diese Algen werden im Moment bekämpft. Und ja, da geht es halt jetzt gegen die Algen, geht man gegen vor. Aber natürlich das warme Wetter wird natürlich dann dasselbe dazu tun. Das heißt, es wird da dann doch, denke ich mal, zu der ein oder Algenbildung nochmal wieder kommen am Balaton. Was übrigens normal ist, was in jedem Jahr so ist. Aber man geht dagegen an. Ja. So. Wir kommen am Samstag. Also, es kommt anscheinend eine große Flut an neuen Touristen hier am Wochenende hier auf Ungarn zu. Und da freuen wir uns doch drauf. Ja, da freuen wir uns auf neue Touristen hier in Ungarn und sagen allen natürlich gute Fahrt. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben es durch. Haben wir heute ja etwas zu plaudern gehabt. Und da würde ich fast sagen, wir verabschieden uns bis morgen und wünschen euch einen schönen Tag bei immer höher gehenden Temperaturen. Macht was draus. Und wir sehen uns morgen hier 9.30 Uhr wieder, würde ich sagen, bei der virtuellen Kaffeetasse Ungarns. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, bis morgen.